Und dann geht's nächste Mal da vorne weiter. Machen wir das alles mal richtig schön fertig. Hier unten das Stück, da das Stück, da das Stück, da vorne noch ein bisschen. Und dann ist das auch erledigt. Genug Kabel sollte ich unten in der Mine haben. Vielleicht nehmen wir auch einfach Clean. Ist ja egal, was wir jetzt ernten. Geht beides gleich schnell. So, da sind wir wieder zurück. Aber ich mache dann jetzt auch erstmal Schicht für heute. Will mich noch ein bisschen vor der Teamsitzung entspannen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, Hallöchen, und da sind wir wieder zu Let's Play Minecraft mit der 1.12, jetzt mit Optifine. Und eigentlich war's das schon. Lied aus Texture Pack, Opa spielt im Hintergrund, wie immer live. Großes Dankeschön. Ja. Und ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Ja, so sieht das doch besser aus, seid mal ehrlich. So schön mit so großen Kacheln. Ups. So, was machen wir heute? Das ist eine spannende Frage eigentlich. Was haben wir letztes Mal angefangen? Ihr habt euch aber nicht verändert, oder? Naja, womit haben wir angefangen? Ach ja, genau, die Höhle, genau. Und dann legen wir die Steine und alles, was wir finden, schön hier rein. Stimmt, wir wollten das ja fertig buddeln, was wir da angefangen haben. Ah, wird sicher toll. Ja, das kann was, meiner Meinung nach. Ah, ein Zombie kann das zum Beispiel hervorbringen, sogar zwei. Ach. Richtige Beleuchtung ist alles. Ja, das Licht ist jetzt etwas gedämpfter durch Optifine. Dafür sieht es optisch fein aus. Lookt es, ja. Ich look gleich auch. So, erstmal den Dreck hier raus schaffen. Ich habe auch nicht mehr so viel hier wegzuschaufeln. Machen wir erstmal die rein hier. Cleanstone ist gerade angesagt. Das fällt auch so am wenigsten auf. Cobblestone fällt ja dann doch ein bisschen unter Wasser auf durch seine sehr dominante Struktur, könnte man so sagen. Also bis hier erstmal alles weg. Und weiter einrücken am besten auch. Und aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Nur da geht es noch schön weit runter. Ob wir jetzt hier Dreck, Kies, na, Kies ist nicht ganz so gut. Aber Dreck oder Stein rausschaufeln ist egal. Können wir beides nutzen. Ein bisschen lauter kann ich den Ton ja mal machen. Ich höre ja mein eigenes Gehämmer nicht. Ah, so ist besser. So. Für euch macht das keinen Unterschied. Da das nur der Ausgabepunkt für mich ist. So, natürlich, ihr hört jetzt eine Rückkopplung, dann müsst ihr das sagen, dann merke ich mir das fürs nächste Mal. So, wie sonst auch, gehen wir jetzt alle zwei rein, einen weiter rein hier. Das müsste richtig sein. Joa, sind zwei Unterschied, passt also. Gut, ich würde das Ganze noch goldiger, größer, goldiger auch. Das Gold daraus. Und das holen wir später. Gut, dann die nächsten zwei rein.
müssen wir uns hier immer so kleine Treppen bauen. Oder erstmal von der Spinne abhauen. Och, die uns hier in so ein Loch reinhaut. So. Ja, das war jetzt... Doch, das war ganz okay. Gut. So, ich würde mal sagen, wir fangen hier mit Treppe an. Wenn wir so einen soliden Knotenpunkt hier haben, das hilft ja schon. Da kann man dann den Rest dran machen. So ohne Hilfslinie ist das dann doch schwerer. So, bis hier erstmal. Sind das drei rein? Ja, das sind drei rein. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir noch eine vierte mit. Dann ist es einheitlich. So. Immer dieser Dreck hier zwischen. Ah, ich glaube, den habe ich sogar selbst gesetzt. So, also bis hier. Und schön im Rahmen bleiben. Wenn hier eine Höhle drunter ist, wir heben nur das aus, was wirklich zu unserer tollen Höhle, Schlucht, Loch, Blumsklo, wie man es auch immer nennen will, gehört. Na? Und durch das Fenster da oben kann man dann bis zum Bietrock später runter gucken. Könnten wir auch mal wieder eine neue Fackel anbringen. Die da verschwindet ja gleich. Jetzt ist sie weg. Dann machen wir da noch eine zusätzliche dran. Wir haben ja noch ein bisschen was an Fackeln dabei. So. Sag mal, kann das sein, dass hier so ein Übergang ist, wenn da Stein drunter ist? Ach, das ist ja toll gemacht. Guck mal, seht ihr da diese grauen Partikel? Und jetzt sind sie weg. Und das ist wirklich toll gemacht. Also das habe ich bisher noch nirgendwo gesehen. Dass sich der Dreck anpasst, wenn er neben Stein liegt. Hm, das ist toll. Das ist auf jeden Fall ein Lob wert. Wartet mal ganz kurz. Au. Okay. Ich habe gleich noch was zu tun. Ja, das mache ich jetzt nicht, während wir hier unten stehen. Da drücke ich nicht auf Pause und mache jetzt irgendwas anderes. Weil das ist ein Server und dann kommt der Zombie. Und der isst mich. Hier Ende mit der Höhle, würde ich fast mal behaupten. Das hier hinten ist ja schon alles wieder solide. So, jetzt könnte ich mal kurz runtergehen und mir da die Steine holen, die hier reingefallen sind. Aber so wie ich mich kenne, komme ich dann nie mehr raus. Dort eigentlich Kabel hingesetzt. Da war hier mal ein Dach drauf. Ist ja auch egal. Was weg ist, ist weg. So, wieder oben. Ja, falsche Taste. Falsche Spitzhacke. Platz haben wir noch genug.
jetzt wieder so ein typisches Iroh-Loch hier. Davon haben wir ja schon eins, in Form einer geraden Treppe, die da runterläuft. Direkt unter der Altstadt. Eisen, sehr schön. Vielleicht finden wir ja gleich unten sogar noch ein paar Diamanten. Warum ich das hier mache? Einfach nur just for fun eigentlich. Also hier geht es mir jetzt nicht darum, irgendwas Tolles herzustellen. Okay, ich mache das jetzt eben schnell. Die lassen mir eh keine Ruhe. So, jetzt können wir weitermachen. Ach ja. Ich liebe den Kartex. Der hat immer was zu tun für mich. Und wenn es nur ein Knöpfchen drücken ist. So. Das nehmen wir natürlich komplett mit. Das bleibt hier nicht in der Wand drin. Die Kohle auch. So. Und wieder 4 Ebenen fertiggestellt. Gut. Machen wir wieder 4, würde ich sagen. Das hat sich jetzt hier so ein bisschen bewährt. Das wären schon mal 2. Hier eine schöne, ordentliche, solide Fläche kriegen. Kommen lassen. Die Fläche ist aber schon größer geworden. Wenn man so guckt, so hoch, wie schmal das da oben war und wo wir jetzt sind. Na gut, die Treppe nimmt jetzt natürlich auch noch ein bisschen Platz weg. Aber schon die Fläche ordentlich ausgebaut. Ja, schon wieder ein Gang unter uns. Wapp, wo kommst du her? War das gerade Eisen? Ich meine schon. Ja, ein Eisen für mich. Das ist aber lieb. Solche Zombies mag ich. Nur nicht so viele davon, bitte. Hier ist Ende. Das müssen wir jetzt auch klar definieren. Naja.
So viel zum klar definieren. Du gehörst jetzt auch noch dazu. So. Schnell mitnehmen und dann hier lang. Das heben wir gleich auf. Gleich, meine ich jetzt. Wir könnten übrigens mal wieder was essen. So, dann mal wieder zwei rein hier. Schönes Stück nach unten. Was wollen wir überhaupt so tief kommen? Ich meine, es könnte natürlich sein, dass wir auf einen großen Lavapool stoßen. Da wäre dann für uns Ende. Den trocken zu legen, das ist es dann echt nicht wert. Ja, vielleicht haben wir ja auch Glück. Muss definitiv eine Fackel. Das ist ja schon richtig duster. So. Doch nicht in der Augen, das Ding. Das soll vor dem Mund und nicht vor der Augen. Da bringt das nichts. Also das Headset. Okay. Wir sind voll. Dann müssen wir nochmal wieder kommen. So, hier haben wir angefangen, ein schönes Stück nach unten gegangen. Boah, ordentlich. Ach, guck mal, hier ist das auch. Nett. Ich bin ja ein Fan von Übergängen. Macht was her optisch. Das auf jeden Fall. So, dann gucken wir erstmal hier rein. Können wir nämlich das schon mal wegtun? Das schon mal wegtun. Wir müssen hier aufräumen heute noch. Unbedingt.
So, der Rest kann verbaut werden von mir aus. Nee. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube, wir waren dabei, hier vorne eine ordentliche Ecke zu machen. Ja, das haben wir hinbekommen. Ziehen wir die Reihe hier durch. Das ist auch das letzte Mal, dass wir einfach so irgendwo was eingefügt haben, was wir irgendwo ausgeschnitten haben. In Zukunft machen wir das dann doch alles etwas sorgsamer. Also vorher eine Fläche planieren, wo es hin soll, dann genau gucken, wie groß das ist. Na gut, ich sag mal, mit den heutigen Möglichkeiten geht es auch etwas ordentlicher als mit World Edit, würde ich fast mal behaupten. So, das ziehen wir jetzt einfach gerade durch. Das wird eine ganz glatte Sache. Oh, Tilly, hör mal auf da rumzuschreien. Hört ihr das eigentlich? Das klingt, als würde ich meine Katze quälen. Tue ich aber nicht. Sie beschwert sich nun mal wieder über Gott und die Welt, weil sie halt keinen Kater hat. Zur Erinnerung, ich hatte einen Kater hier. Für sie besorgt, den wollte sie nicht. Den hat sie so lange attackiert und angefaucht, bis er traurig in seiner Box lag. Dass ich überall ein bisschen mehr, oder vielmehr, dass ich auf dem Helm so ein bisschen mehr Wasseratmung drauf habe, macht das Ganze doch noch etwas angenehmer, als wenn man jetzt alle 2 Minuten auftauchen müsste. Ja, richtig natürlich wird das dann wahrscheinlich trotzdem nicht aussehen. Aber zumindest sieht man dann hier von innen schon mal den Biombruch nicht mehr. Und vielmehr den Bruch, wo ich die Welten verschmolzen habe. So, jetzt können wir mal wieder Luft holen. Boah, ich halte immer schon mit den Atem zum Teil an, wenn ich so am Tauchen bin. Man hätte jetzt natürlich auch auf die Idee kommen können, hier einfach alles glatt auszubaggern. Das wäre wahrscheinlich sogar die schnellere Idee gewesen. Aber jetzt, wo wir schon so viel reingetan haben hier, machen wir das auch so fertig. Was wir heute auch noch machen, dafür werde ich gleich eine Ladung Kabel holen, sobald wir das hier verbaut haben. Das ist, dass wir die Mauer von der anderen Seite auch schon mal vernünftig machen. Das ist mir so durch den Kopf gegangen, das ist doch eigentlich eine blöde Sache, dass wir jetzt nur von der einen Seite das machen. Und dann irgendwann, wenn wir eigentlich schon etwas komplett anderes vorhaben, auf die Idee kommen, nö, jetzt muss es von der anderen Seite auch noch gemacht werden. Wow, das nehmen wir mit raus. Da vorne haben wir auch noch mal einen. Die Kohle können wir hier unten lassen, von mir aus. So. Ja, das Stück dann noch. Aber das hier dann auch noch. Obwohl, das bräuchten wir hier eigentlich nur ein bisschen abrunden, dann geht das schon. Das ist ja gut so gemacht hier.
Na gut. Dann machen wir das hier mal zu. Erstmal hier so ein bisschen, dass wir hier gute Übergänge reinkriegen. Das sollte jetzt nicht allzu schwer sein. Aber eigentlich können wir die Nacht durchmachen. Hier innen drin kann meiner Meinung nach nicht viel spawnen. Ach du Scheiße, ist das hier noch groß. Mal an, weil das hier doch relativ nah oder vielmehr relativ bebaut ist hier und ich das dann halt auch so ein bisschen zumindest bewahren möchte, so wie es wahrscheinlich ursprünglich stand. Ich glaube, das stand schon immer irgendwie mitten im Wasser, also die Säule hier. Aufpassen. Luft holen nicht vergessen. Denn hier muss das jetzt ja auf der Höhe hier sein. Das heißt, das endet ungefähr so. Dann blöde Tintenfische. Geht das dann so hier rum? Und dann hätten wir quasi schon fast den Boden erreicht. Habe. Na, das wird mir zu knapp alles. Aber guck mal, da haben wir noch Eisen. Diese blöden Tintenfische. Selten dämliche Viecher. Könnte ich das bitte wieder zurückhaben? Danke. Heute ist wieder offizieller Iro-Nerv-Tag, ich merk schon. Ganz kurz, was das war.
Ein Bekannter von mir arbeitet bei einem Lieferdienst. Er meint jetzt doch kackendreist, der liefert nicht nach Bottrop. Der wohnt nur... wie viel ist das? 30 Minuten von hier? Herten, nicht weit. Und der liefert nicht nach Bottrop? Das ist eine Frechheit. Was glaubt der eigentlich, wer ich bin? Liefert nicht bis nach Bottrop.